schon nur der Gedanke, dass ich irgendwie 2 Wochen lang fast neben einem toten Mensch geschlafen habe. Dann kann man sich vorstellen, wie das dann geschmeckt hat. Jara, welchen falschen Eindruck haben Fremde oft von dir? Ich würde sagen, Fremde haben oft so den Eindruck, dass ich arrogant bin. Vielleicht so durch mein Erscheinungsbild. Aber was komplett falsch ist. Also würde ich jetzt sagen. Für die meisten von uns bist du noch fremd, aber das wird nicht mehr lang so sein. Du bist nämlich die neue Bachelorette, die die Qual der Wahl zwischen 19 Männern hat. Bist du auch mal so ein bisschen an deine Grenzen gekommen? Definitiv. Also ich habe auch viel gebrüllt während der ganzen Sendung. Ich hatte halt einfach so Situationen gehabt, wo du überfordert bist, weil alles ein bisschen zu viel ist. Und dann haben wir mal eine Runde gebrüllt und dann war es wieder gut. 19 Männer bedeutet auch 19 Namen. Auswendig lernen. Schwierig. Challenge war für dich. Sehr schwierig. Also, wie man auch gesehen hat, ich konnte mir die Namen nicht so gut merken. Ich habe sie amigs vertauscht, habe am einen Mal einen anderen Namen gesagt, habe amigs die Namen auch ein paar Mal falsch ausgesprochen. Dass niemand gewusst hat, wer ich eigentlich meine. Es sind auch Namen vorgekommen von Männern, die nicht einmal dort sind. Also ich habe das im Allgemeinen so, du kannst mir sagen, wie du heisst und 2 Sekunden später, ich weiss es nicht mehr, so, das ist weg. Was sind sonst so deine Schwächen, neben dem Namensgedächtnis? Halt eben, jetzt also in der Situation mit den 19 Männern, habe ich auch nicht mehr gewusst, wem ich was erzählt habe. Sonst halt auch, dass ich etwas impulsiv bin. Was vielleicht eben Stärke oder auch Schwäche sein kann, ist, dass ich einfach extrem ehrlich bin. Ja, dass ich halt einfach jeden so nehme, wie er ist. Du sagst aber von dir selber, du sagst sehr wählerisch. Mhm. Wieso? Bei mir ist es früher wirklich so hauptsächlich ein bisschen ums Äußerliche gegangen. Mhm. Ein grosser Mann, Bart, braune Haare, so das hat mir extrem gefallen. Ja. Und wenn das optisch schon einmal nicht passt, hat es so next. Ja. Okay. Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich wählerisch bin, was den Charakter anbelangt. So, ich muss mit deinem Charakter etwas anfangen können und sonst will ich die einfach nicht. Wie viele Beziehungen hast du schon gehabt? Und was würdest du sagen, welche hat dich am meisten geprägt? Also ich habe bis jetzt so 3 ernsthafte Beziehungen gehabt. Die mich am meisten geprägt hat, ist so, die ich hatte mit meiner ersten grossen Liebe, als ich mit 14 zusammengekommen bin, wo wir 4 Jahre zusammen waren. Also das war eine intensive Zeit. Mhm. Ist das dort, wo du sagst, dass du betrogen wurdest? Genau, ja. Genau. Und was hat dich das gelernt für künftige Beziehungen? Also ich bin dann halt dort so eine Person gewesen, die dann immer so ein bisschen verzeiht hat, oder? Und darum weiss ich, dass ich das in der Zukunft definitiv nicht mehr machen werde. Du selber bist, sage ich jetzt mal, auch ein Scheidungskind. Mhm. Deine Eltern haben sich auch getrennt. Glaubst du trotzdem noch an die grosse Liebe? Definitiv. Also Sachen sind natürlich nicht schön, oder, wenn das passiert. Aber nur weil das jetzt in meinem Leben passiert ist, habe ich die Hoffnung auf die grosse Liebe noch nicht aufgegeben. Bei mir war es jetzt so eine Situation, wo die Trennung am besten war für uns alle. Mhm. Wo die Familie ein paar Jahre später halt auch wieder intensiv zusammengebracht hat. Und du hast das auch eingesehen mit 17? Also sicher, es ist schwieriger so mit 17, oder? Weil auch in einer Phase bist du so am Entwickeln und du probierst dann auch irgendjemandem die Schuld zu geben. Und in diesem Alter ist es schon schwierig, um das einzusehen oder zu verstehen. Aber je älter das halt wirst, desto mehr verstehst du es dann. Hat es dein Bild von einer Beziehung oder vielleicht auch von der Ehe irgendwie beeinflusst? Nicht wirklich. Also ich habe schon immer gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt heiraten möchte, dass das jetzt nicht ein grosser Wunsch von mir ist. Darum, also das hat für mich jetzt gar kein Bild zerstört, nein. Mhm. Hey, und sag mal, wie viel hat Liebe für dich mit Spiritualität auch zu tun? Es muss nicht nur Liebe sein, die so einfach aus dem Herzen kommt, sondern auch so die seelische Verbundenheit, dass man einfach so merkt, dass wenn man mit einer Person ist, dass es einfach passt. Wie lebst du deine Spiritualität konkret? Ich tue das halt viel so in meinen Alltag integrieren, eigentlich jeden Tag, oder? Dass auch am Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich mir so visualisiere, dass ich geschützt bin vor so negativer Energie, indem dass ich in einer goldenen Kugel drin bin und dass ich nichts Negatives an mich heranlasse.
Und halt eben mit Räucherstäbchen, mit Kerzen, viele Sachen aufschreiben, sich manifestieren. Ich habe mir auch manifestiert, dass ich Bachelorette geworden bin und da bin ich. Wirklich? Ja, wirklich. No joke. No joke, wirklich. Ich habe das wollen. Und dann ist die Anfrage auf einmal gekommen? Oder also, ich habe mich selber beworben. Glaubst du auch an schwarze Magie? Definitiv, ja. Das sind meistens so ritualmäßige Sachen, wo du zum Beispiel Flüche auf Menschen aufsetzen kannst. Alles, was einen Einfluss auf einen anderen Menschen haben kann, der nicht gut ist. Mhm. Aber von dem distanzierst du dich in dem Fall ganz klar? Definitiv, ja. Ist jetzt für dich die Spiritualität deine Religion? Oder glaubst du auch an Gott oder bist du christlich erzogen worden? Also ich bin christlich aufgewachsen, also katholisch. Ich musste jeden Sonntag in die Kirche, müssen, bis ich in die Lehre gegangen bin. Also es ist kein Sonntag ausgelassen worden. Aber ich bin irgendwo durch immer der spirituelle Weg gegangen. Meine Mutter hat mich eigentlich auch so ein bisschen erzogen. Jetzt ist dein Papi Schweizer und deine Mami ist aus Angola. Mhm. Wie viel Prozent Bünzli bist du? Wow, also ich würde sagen, ich bin 80% ein Bünzli. Das ist viel. Ich weiß. Bist du zweisprachig aufgewachsen? Mhm. Also Deutsch und Portugiesisch. Ich habe mit meiner Mutter immer Portugiesisch geredet. In Angola redet man auch Portugiesisch. Sie ist eigentlich auch im frühen Alter, wo sie 8 war, von Angola nach Portugal gegangen. Ah, okay. Jetzt habt ihr zwei ja eh eine mega enge Beziehung, deine Mami und du. Ist das schon immer so gewesen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, eben so als Teenie in der Pubertät und alles, ist es komplett anders gewesen. Wir haben viel gestritten miteinander, hatten so Auseinandersetzungen gehabt. Ich würde von mir selber behaupten, dass ich ein anstrengender Teenie war. Halt einfach, wenn ich etwas haben will, dann habe ich das wollen. Wenn ich raus bis um 10 Uhr, dann habe ich raus, oder? Und dann sind halt Diskussionen entstanden, die 1-2 Stunden gegangen sind. Jetzt bist du 25 und wohnst immer noch zuhause bei Mami. Wieso? Ich bin auch schon zweimal ausgezogen. Einmal mit meiner Schwester zusammen, als ich gerade 18 geworden bin. Und nachher mit 22, glaube ich, bin ich alleine gewohnt. Dort musste ich dann leider ausziehen aus meiner Wohnung. Ziemlich schnell hätte es passieren. Warum? Ja, das ist so ein bisschen eine harte Story. Ich habe zu oberst oben, so im 4. Stock gewohnt. Das war so ein Block gewesen. Und gegenüber von mir hat ein älterer Mann gewohnt. Und ich habe schon gemerkt, in meiner Wohnung schmeckt es extrem stark nach irgendetwas. Und ich konnte den Duft einfach nicht einordnen. Und ja, Vermieter angerufen, alles dies und das. Und dann ist halt herausgekommen, dass der seit 2 Wochen tot in der Wohnung gelegen ist. Schon nur der Gedanke, dass ich seit 2 Wochen lang fast neben einem toten Mensch geschlafen habe. Und darum bin ich dann so von einem Tag auf den anderen zu meiner Mutter wieder heimgegangen. Wir haben nämlich ein Haus und anstatt, dass sie alleine dort wohnt, oder so, es hat genug viele Zimmer. Gehen ihr euch nie auf den Keks? Nicht mehr. Am Anfang war es für uns beide so ein bisschen ungewöhnlich. Du bist am Duschen, hey, kommt sie einfach rein. Dann muss man dann schon zuerst einmal anhocken miteinander und über das reden. So, hey, ich bin jetzt auch da, ich brauche meine Privatsphäre. Glaubst du, es war nie ein Liebeskiller, dass du zuhause noch bist? Bis jetzt eigentlich nicht. Ich habe eigentlich auch immer nur Männer kennengelernt, die selber auch noch daheim gewohnt haben. Und wenn ich jemanden mitnehmen möchte, hat meine Mutter sogar Freude, wenn jemand noch daheim ist. Sie ist ja auch, du hast vorher auch schon angedacht, viel in deinen TikToks zu sehen. Wieso machst du TikTok? Ich habe schon vor ein paar Jahren mit TikToks angefangen, mit einer Kollegin zuerst zusammen. Und dann ist dann irgendwann meine Mutter zu mir gekommen und hat gesagt, hey, mag auch einmal. Und dann haben wir das dann mal ausprobiert und seitdem gefällt ihr das und sie macht das gerne. Ab und zu habe ich auch das Gefühl, die Leute haben meine Mutter lieber als mich. Man fragt viel nach meiner Mutter. Aber auch bei uns, so, wenn sie rausgeht oder postet, sprechen sie auch die Leute an. Sie hat auch schon ein paar Fotos gemacht mit ihren Fans. Hey, und verdienst du mit TikTok eigentlich etwas? Also, nein, jetzt nicht speziell. Natürlich
wenn die Leute so kommen, anfragen, so Firmen, dass du Werbung machst, für sie dann verdienst du etwas. Aber ich habe das jetzt nie so mit dem Hintergedanken gemacht, dass ich mit TikTok Geld verdiene. Hast du darum mal noch ein Onlyfans-Konto gehabt? Nein, definitiv nicht. Also, ich bin halt auch so ein Mensch, ich tue auf Insta eher so ein bisschen freizügige Bilder aufladen. Und dann habe ich dann mal probiert, anstatt die auf Insta aufzuladen, auf Onlyfans aufzuladen. Mhm. Es hat funktioniert, ja. Aber schlussendlich es ist mir dann auch ein bisschen zu anstrengend geworden, um alle so primitive Nachrichten zu beantworten, um da hin und her zu schreiben mit so Leuten, die du eigentlich weißt, also die sind nur auf das eine aus, oder? Und darum haben sie es dann ein bisschen weggeschoben. Wie verdienst du sonst dein Geld? Meine Mama hat so ein Takeaway-Lokal. Und dort helfe ich ihr, wir kochen dort. Also ich mache das sehr gerne, sowieso, weil ich es auch mit meiner Mutter zusammen machen kann. Und weil ich halt auch einfach weiss, dass sie etwas mache für uns. So, wo uns etwas weiterbringt, wo uns das Geld heimbringt. Mhm. Und darum bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem. Und in dem Fall ist auch der Plan längerfristig, dass du dort dabei bist und mitmachst? Auf jeden Fall, ja. Wer ist für dich ein Vorbild? Jetzt beruflich oder privat gesehen? Meine Mutter sowie auch meine Schwester sind so die zwei grössten Vorbilder, die ich in meinem Leben habe. Meine Mutter hat unglaublich viel schon erlebt, schon gemacht für mich und meine Schwester. Und meine Schwester hat irgendwo durch auch so ein bisschen die Mutterrolle übernommen. Wo meine Mutter und mein Vater am Arbeiten waren, sind, war sie eigentlich die, die auf mich geschaut hat. Deine Schwester hat jetzt ihre eigene Family. Mhm. Ist das für dich auch so das Ziel? Es ist unglaublich schön, um so etwas zu sehen, oder? Sowieso. Es ist deine Schwester, die jetzt ihre eigene Familie aufbauen konnte. Sie hat ein Kind, das unglaublich schön ist. Und wenn man das so sieht, dann ist das auf jeden Fall auch so ein Ziel, das man haben will im Leben. Hey, dann sind wir mega gespannt, ob du in Thailand einen potenziellen Partner für Kinderproduktion oder Baby Daddy gefunden hast. Danke dir vielmals, dass Danke du da dir vielmals, Sina.